Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. In diesem Video werde ich euch erklären, warum ich bisher eigentlich in so ziemlich jeder Season noch keine Mates hatte, mit denen ich entweder Duo, Trio oder Squads gespielt habe. Und weshalb es für mich persönlich auch tatsächlich mehr bringt, wenn ich ein Solo-Spieler bin und eben halt kein festes Trio, kein festes Squad oder kein festes Duo habe. Das werde ich euch alles in diesem Video erklären. Und wenn ihr natürlich in Zukunft keine weiteren solche Videos verpassen wollt, könnt ihr gerne hier ein Abo da lassen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich auch gerne das Video und schaut natürlich auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist natürlich unten in der Videobeschreibung und lasst dort natürlich auch ein Follow da, um in Zukunft keine weiteren Streams mehr zu verpassen. Ich denke, heute werde ich nicht live sein, aber morgen wird es wahrscheinlich wieder den nächsten Livestream geben. Generell versuche ich so alle zwei Tage ungefähr live zu sein. Schaut also gerne vorbei und dann würde ich sagen, beginnen wir direkt mal mit dem Video. Wahrscheinlich wird das Videothema jetzt für den einen oder anderen relativ strange wirken, denn ich hatte erst gestern das Video zu unserem FNCS Woche 3 Highlights hochgeladen und dort hatten wir ja Clean als Trio gespielt und wir hatten ja auch vor der ersten Woche, bevor ich im Urlaub war, hatten wir auch als Trio zusammengespielt. Allerdings waren es eben beide Male nur relativ kurze Zeiträume, denn wir haben uns jetzt tatsächlich wieder gesplittet und werden wahrscheinlich auch überhaupt nicht mehr zusammenspielen. Und ich werde euch jetzt in diesem Video erklären, warum das Ganze zum einen auch teils meine Entscheidung war und warum das generell alles nicht so wirklich zusammenpasst für mich. Und ich würde sagen, wir beginnen da erstmal mit dem Thema, seit wann ich denn eigentlich hauptsächlich nur eine Solo-Spieler bin. Und das Ganze hat tatsächlich eigentlich schon seit Anfang von Fortnite Competitive begonnen. Dort gab es nämlich immer Duo-Events, die hatte ich mit einem Homie gespielt. Solange es auch nur die Duo-Events gab, war auch alles clean, weil wir als Duo wirklich gut eingespielt, also was heißt gut eingespielt waren. Ich war eben halt maximal lost, aber wir waren eben halt immerhin als Duo immer schön zusammen am Sweaten und Practicen und allem. Allerdings, seitdem die ersten Trio-Events in Season X oder so rausgekommen sind, hatten wir da immer schon keinen dritten Trio-Mate. Genauso war es dann auch in der Season 1, wo wir keine zwei Mates hatten, weil es dort ja Squads war. Und dann hatten wir immer ab und zu mit irgendwelchen anderen Leuten auch gespielt, aber es war eben halt nie irgendetwas Festes als der dritte und vierte Mate. Und dann hat mich eben halt in der Season 2 mein Duo-Mate auch verlassen. Das heißt, ich war dann nur noch alleine. Die Situation hätte sich aber nicht geändert, denn letztendlich jetzt in der Season 3 hätten wir ja auch wieder die Trios für die Cash Cups gebraucht und in Season 4 weiterhin natürlich auch für die FNCS. Und dafür hätten wir weiterhin Safe keinen gefunden, der mit uns spielen will. Das Ganze hatte sich am Anfang aber aus anderen Dingen ergeben und mittlerweile gibt es nochmal einen ganz anderen Grund, warum es vor allen Dingen auch für mich jetzt deutlich weniger bringt und ich überhaupt gar nicht mehr versuchen musste, Mates zu finden. Oder wenn ich welche suchen wollte, müsste ich auf jeden Fall sehr, sehr viel Zeit rein investieren, um vernünftige Mates zu finden. Denn es ist so, am Anfang hatte ich häufig eben halt Competitive nicht serious genommen, deshalb hatte ich dann eben halt auch keine Lust, irgendwelche Mates zu suchen und deshalb hatten wir auch nie wirklich Mates gefunden. Außerdem waren wir endlos scheiße in dem Game und da konnte man eben halt auch kaum Mates finden. Allerdings jetzt immer ein anderer Grund, denn ich ziehe ja in letzter Zeit, jetzt seit Anfang von Dezember, ziehe ich wirklich YouTube absolut durch. Ich habe fast kaum Tage gehabt, wo ich keine Videos hochgeladen hatte. Sommer zwar natürlich eine kleine Durststrecke, wo ich wenig Videos gemacht hatte, ansonsten aber fast täglich Videos uploaden. Das ganze Jahr jetzt schon über und das ist natürlich nicht so praktisch, wenn man Mates hat, mit denen man zusammen practicen wollen. Denn die meisten haben Schule, kommen danach nach Hause, wollen instant zocken, wollen sich als Trio aufwärmen. Und bei mir ist es da meistens so, ich komme aus der Schule, nehme das Video auf, bin um vielleicht 17 Uhr fertig mit dem Video und kann dann erst online kommen. Muss mich dann aber allerdings noch aufwärmen, wo dann meistens schon die Mates keinen Bock mehr drauf haben, weil die eben halt schon seit 3-4 Stunden zocken oder mindestens mal seit 2 Stunden zocken, lange warmed sind. Und wenn ich mich dann immer noch mal eine Stunde länger warme, dann hat man eben mal kaum mehr Zeit, wo man als Trio zusammenspielen kann. Und das ist schon mal dieses Riesenproblem, weshalb es bei mir nie funktionieren wird, dass ich überhaupt irgendwelche Trio-Mates habe. Es sei denn, es sind Mates, die so oder so eher, so wie ich, eben halt Solo-Spieler normalerweise sind und dann eben halt auch mal ab und zu selten am Wochenende vielleicht mal eine Stunde für Trio-Practicen wollen und dann eben mal Turniere zusammenspielen. Allerdings werde ich nie Mates haben, mit denen ich definitiv dauerhaft eigentlich fast nur Trio, Squads, Duo spiele oder was auch immer, sondern ich werde eigentlich, wenn ich Mates finden sollte, wird es immer so sein, dass ich immer Solo spiele und dann ab und zu mal, wenn irgendwelche Turniere sind, wenn es sich mal gibt, dass ich dann Trio spiele. Das Ding ist eben halt, wie gesagt, ohne Warm-Up bringt es eben halt auch nichts zu spielen, weil man einfach
das Warm-up braucht, um vernünftig besser zu werden. Und außerdem ist es jetzt auch für diese Season so, dass es wirklich für eine sehr, sehr lange Zeit jetzt nur sehr oder relativ wenig Tournaments gibt. Dort ist es nämlich so, dass wir jetzt nur noch einmal beziehungsweise drei von diesen Champion Cash Cups haben. Ein Mischmasch Mittwoch, wofür man Trios bräuchte. Danach nur noch einmal die DreamHack, wofür man allerdings auch ein Duo bräuchte. Das heißt, dort braucht man auch wieder eine andere Teamkonstellation. Und das heißt, lohnt sich jetzt auch nicht wirklich für mich persönlich ein Trio zu finden. Wenn man allerdings eben halt ein normaler Mensch ist, kein YouTube macht und seinen Nachmittag damit verbringt, nur zu sweaten, dann geht das natürlich viel, viel leichter, dass man auch ein Trio findet. Für mich allerdings nicht, und deshalb habe ich jetzt tatsächlich auch die Entscheidung gefasst und werde für die restliche Season keine Trio Cash Cups mehr spielen. Es sei denn, es hat irgendjemand Lust mit mir ab und zu mal ein Champion Cash Cup zu spielen. Das heißt, wenn ihr Bock habt, vernünftig gut seid, also nicht komplett trash in einem Game seid, mindestens mal natürlich Champion Division seid, dann können wir natürlich gerne zusammen die Cash Cups spielen. Hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Hatten wir auch am Ende letzter Season gemacht mit Vaxis, Fischi und Wexer zusammen. Und das war auf jeden Fall relativ funny. Also wenn ihr dazu Lust habt, schaut gerne auf dem Twitch-Kanal vorbei. Dort können wir das gerne zusammen spielen. Allerdings werde ich keine feste Trio mehr haben. Vielleicht werde ich mir ein Duo suchen. Mal schauen, vielleicht finde ich irgendeinen Homie noch, der einen Bock auf Duo hat oder so. Muss ich mal auf jeden Fall schauen. Auf jeden Fall waren das die Gründe, warum ich persönlich keine Mates mehr haben werde. Zumindest vor allen Dingen jetzt nicht innerhalb der nächsten Monate. Ein weiterer Grund, weshalb ich übrigens auch relativ wenig Zeit immer habe und eben halt meine Zeit für andere Sachen investiere, ist ganz einfach, dass ich auch versuche, meinen Workflow zu optimieren, weshalb ich zurzeit extrem viel am Coden bin und extrem viele Scripts schreibe und versuche eben halt, dass ich in Premiere Pro damit etwas schneller werde, durch meine Videos durchkomme, damit ich dann persönlich als Solospieler auch mehr Zeit habe am Ende fürs Training. Und das nimmt natürlich jetzt gerade in dieser Zeit sehr, sehr viel Zeit ein, und da hat man natürlich insgesamt noch weniger Zeit, um überhaupt überhaupt Fortnite zu spielen, egal ob Trio oder Solo. Und deshalb versuche ich auf jeden Fall das Ganze jetzt immer so zu regeln, dass ich eben halt YouTube-Videos mache, abends vielleicht live gehe, ein bisschen Solo-Arena zocke, vor einem Warm-Up mache und so im Prinzip versuche als Solo-Spieler einfach besser zu werden. Und damit sind das eigentlich auch schon alle Sachen, die ich mit euch in diesem Video besprechen wollte. Ich hoffe, euch hat das Video natürlich gefallen. Wenn es sein sollte, lasst natürlich gerne eine Bewertung da, und dann bis zum nächsten Video. Ciao.